Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Mausakrobat und habe für euch heute ein neues Video dabei. Und wie ihr im Titel schon gelesen habt, es geht um die deutschen Top-Tier-Monster, den E75 und den E100. Und das war mein erster Neuner der E75 und dementsprechend auch mein erster Zehner der E100. Am Anfang habe ich die beiden Panzer komplett falsch gespielt, weil ich dachte, okay, jetzt habe ich den Tiger 2 durch. Der hatte schon so ein bisschen Panzerung, aber der E75 und der E100, das müssen doch einfach Monster sein, weil es mir auch selber persönlich extrem schwer gefallen ist, diese Panzer zu penetrieren. Jetzt, wo ich deutlich mehr Erfahrung habe und auch ganz, ganz andere verschiedene Panzer gefahren bin, weiß ich, dass die Panzer E75 und E100 tatsächlich auch sehr verwundbar sind und ich wahrscheinlich auch einen ganz, ganz falschen Fahrstil am Anfang an den Tag gelegt habe. Und um dass euch das nicht passiert, möchte ich mit euch vielleicht ein, zwei Sachen am E75 und am E100 vorweg besprechen und dann schauen wir uns auch mal Gameplay an. Also der E75 und der E100 verbindet so ein kleines Dilemma. Sie sind zwar ultra hart gepanzert, aber das Problem ist am Turm, sie sind beide sehr, wenn wir uns das mal anschauen hier, sehr flach gewinkelt. Das heißt, egal was ihr trefft, alles was hier über 250 mm Durchschlag hat, kann euch rechts und links neben der Kanone durchschlagen. Zusätzlich habt ihr beim E75 noch diesen Cupola oben drauf. Ihr seht das, das ist ein Weak Spot. Da kann euch auch jeder, wie ihr beliebt, reinsnipen. Und ich habe am Anfang gedacht, okay, das ist jetzt so ein richtig starker Panzer, mit dem muss ich zum Beispiel auf Himmelsdorf in die Heavy-Gasse reinfahren, in die Schlachtergasse und weit gefehlt. Das war der größte Fehler, den ich gemacht habe. Und auch in vielen anderen Situationen, ich habe da auch gleich noch ein Replay auf dem E100 dabei, bin ich immer dahin gefahren, wo sich die Heavys brawlen. Und ihr habt halt häufig den Nachteil gegen Panzer, wie zum Beispiel den IS-7 oder auch einen T-30, einen T-34. Die können sich tatsächlich Halldown hinstellen, weil sie fast keine Weak Spots am Turm haben. Außer man kann oben das Turmdach overmatchen, zum Beispiel beim T-30. Aber nehmen wir mal das andere Beispiel, IS-7 hat einfach keinen Weak Spot am Turm. Und wenn ihr euch dann in die Heavy-Gasse hinstellt, obwohl ihr ein sehr, sehr starkes Geschütz habt, obwohl ihr einigermaßen Panzerung habt, der Kollege braucht einfach nur ganz kurz Premium-Munition bzw. leistungsgesteigerte Munition laden und schießt euch dann ohne Probleme durch den Turm. Ihr könnt das nicht machen, wenn ihr eure leistungsgesteigerte Munition, die APCR-Munition zum Beispiel auf dem E75 oder auch die Heat-Munition auf dem E100 ladet, könnt ihr halt dem IS-7 nicht durch den Turm schießen. Und das ist der große, feine Unterschied. Was ihr stattdessen mit den beiden Panzern machen solltet, ist immer konstant in Bewegung bleiben, wo immer ihr dann in den Reload geht. Ich habe es euch jetzt hier schon mal vorbereitet. Ihr solltet den Turm immer so anwinkeln vom Feind weg, dass ihr maximale Panzerung habt, auch vor allem noch Heat-Munition bouncen könnt, weil ihr seht selber, hier ist es jetzt nur eine 40-prozentige Chance durchzukommen. Man kann das Ganze auch noch ein bisschen krasser. Es wird dann, die Panzerung wird immer stärker, je mehr ihr das Ganze anwinkelt. Also ihr wollt beim E75 nicht ganz so krass wie beim E100. Ihr wollt den Turm immer wegdrehen vom Gegner. Gerade wenn ihr im Reload seid, wollt ihr Schüsse provozieren. Ihr wollt, dass die Gegner auf euch schießen. Und sobald sie dann geschossen haben, dreht ihr den Turm kurz auf den Gegner, zielt ein, schießt und dreht den Turm dann sofort wieder weg. Ganz, ganz wichtig ist auch beim E75 und beim E100, dass ihr mit der Unterwanne wackelt, dass ihr versucht, die Unterwanne nie frontal auf den Gegner zu stellen. Diese Turmhaltung ist ideal, wenn ihr eure Unterwanne verstecken könnt. Ihr seht das, sie hat eigentlich nur 230 mm. Sobald ihr die aber ein bisschen anwinkelt, kommt ihr hier schon auf knapp 270 mm. Das Ganze kann man noch ins Extreme treiben, da kommt ihr auf Werte von über 300. Und dadurch, dass der E75 zum Beispiel eine Seitenpanzerung von 120 mm hat, gibt es auch kein Geschütz, was euch overmatcht. Das heißt, hier kommen die wenigsten Gegner selbst bei so einem extremen Winkel durch. Das sind alles Ricochets bzw. Bouncer. Also, trotzdem, obwohl ihr so einen riesen Klumpen Stahl jetzt habt, der auch in der Lage ist, tatsächlich effektiv viel zu bouncen, wollt ihr es gar nicht drauf anlegen, weil ihr einfach dafür viel zu viele Weak Spots habt. Wenn wir uns das beim E100, der natürlich noch ganz andere Gegner trifft, anschauen, der E100 hat eine gleiche Unterwanne wie der E75, kommt auch nur auf 230 mm. Auch die könnt ihr natürlich anwinkeln und kommt dann auf deutliche Werte von über 300. Aber wenn der E100, wenn ihr das Geschütz auf den Gegner haltet, habt ihr hier an der Seite nur 270 mm Seitenpanzerung. Das hört sich jetzt auf den ersten, im ersten Moment hört sich das viel an. Auf der anderen Seite, gerade die 10er Mediums und 10er Heavies, wenn die dann ihre leistungsgesteigerte Heat-Munition oder APCR-Munition schießen, dann
können sie euch ohne Probleme hier und hier durchfeuern. Und ich meine, ihr seht selber, das ist ein Riesenziel, da kann man eigentlich fast nicht vorbeischießen, gerade nicht auf naher Distanz. Von daher wollt ihr mit dem E100 gar nicht in diesen Sidescrape-Brawl reingehen, wo andere Panzer, die wesentlich besser, was heißt nicht besser gepanzert, sondern die Weakspots besser verstecken können. Wollt ihr den Turm in erster Linie, wenn ihr angreift, und dafür habt ihr beim E100 zum Beispiel 16 Sekunden Reload-Zeit, indem ihr den Turm dann zur Seite dreht, könnt ihr hier auf Werte von über 300 mm kommen, und ihr seht selber, so bounced ihr auch die Masse der Heatschüsse. Natürlich wird auch mal was durchgehen, aber das ist die beste, das ist der beste Schutz gegen die leistungsgesteigerte Munition wie Heat und APCR, indem ihr auf die Gegner zufahrt, den Turm wegdreht und dann einfach den Turm, sobald ihr fertig geladen habt, auf die Gegner dreht, schießt und wieder den Turm in diese Stellung bringt. Am besten versteckt ihr dabei eure Unterwanne. Wenn ihr in einer Hulldown-Position seid, ist das Ganze noch einfacher zu lösen. Ihr müsst euch nur darüber im Klaren sein, dass auch hier oben der Balken, ihr seht das selber, dieser Balken hier über dem Turm ist auch ein Weakspot, wo euch gerade gute Geschütze, die sehr, sehr genau sind, sehr schnell durchfeuern können. Ihr wollt auch mit dem E100, und das ist eine Sache, die habe ich ja am Anfang auch falsch gemacht, ihr wollt auch mit dem E100 nicht auf Himmelsdorf zwangsläufig in die Schlachtergasse. Wenn ihr jetzt viele Panzer habt, wo ihr euch sicher seid, die kann ich einfach penetrieren, dann gar kein Problem, ab in die Schlachtergasse. Wenn ihr aber im Gegnerteam sowas wie einen E3, IS-7, IS-4 seht, die einfach keine Weakspots am Turm haben, dann solltet ihr die Finger davon lassen, euch mit deren Waffen, mit deren Panzerung einzulassen, sondern ihr wollt dann einfachen Schaden machen, ihr wollt erstmal über den Rest des Gegnerteams mit euren 2700 HP hinwegfegen und danach könnt ihr euch immer noch mit denen anlegen oder vielleicht bietet sich irgendwann im Verlaufe des Gefechts die Möglichkeit, diese Panzer zu flankieren. Wie gesagt, da habe ich auf Tundra gleich ein schönes Beispiel für euch dabei im E100 und ich würde sagen, wir haben uns jetzt genug mit der Theorie beschäftigt. Ganz, ganz wichtig ist für euch, haltet den Turm, sobald ihr gefeuert habt, immer so schräg rechts vom Gegner weg. Es ist egal, in welche Richtung. Hauptsache, ihr maximiert eure Panzerung. Wie gesagt, beim E75 ist es genau das Gleiche, nur da nicht ganz so extrem. Weil sobald ihr da zu doll winkelt, kann euch jeder hier durchschießen. Ihr seht selber, das ist jetzt nicht sonderlich starke Panzer, 210 mm. Also beim E75 das Ganze nicht so auf die Spitze treiben wie beim E100. Und dann könnt ihr eure flachen Stellen hier zumindest einigermaßen anwinkeln, so dass ihr den größtmöglichen Schutz für euer Panzer, für eure Panzerung mitbringt. Und ich gebe euch hier nochmal ganz, ganz ausdrücklich den Tipp, bleibt mit eurem Panzer in Bewegung. Sucht nicht diese Brawl-Manöver, wie das so viele andere machen, weil ihr werdet einfach zusammengeschossen. Ihr gebt vor allem dem Gegner auch die Zeit, auf eure Weakspots zu aimen, während ihr dann da in Brawl steht, während ihr im Sidescrape steht. Nein, ihr wollt angreifen. Ich habe jetzt am Anfang ein Beispiel für euch dabei im E75 auf Paris, was man machen kann als Top-Tier. Da wird der ein oder andere dann schreien, du bist ja wieder Top-Tier. Im 10er-Bereich müsst ihr das ganz genauso machen, nur da müsst ihr natürlich vorsichtig sein vor den großen Kanonen, aber da wollen wir uns dann gleich nochmal ein Gefecht auf Tundra mit dem E100 anschauen, wie man da alternativ vorgehen kann. Und dann würde ich sagen, starten wir ins Gameplay. Leider kann ich euch das Gefecht auf Paris nicht mehr zeigen, weil Wargaming es immer noch nicht hingekriegt hat, dass man den Kompatibilitätsmodus auf eine Version, die eine Version zurückliegt, irgendwie umstellen kann. Also sorry an der Stelle. Aber kein Problem, dann schauen wir uns dieses Match an. Es hat stattgefunden auf Pilsen. Ich bin zusammen mit Stan und Sanyo im Platoon. Und wir haben ein perfektes Matchmaking für den E75, keine Arti. Und im Gegnerteam quasi das gleiche Platoon, auch mit 9er Panzern. Also wir die einzigen 3 9er Panzer. Und ich habe festgestellt, mit dem E75 hat man relativ häufig solche Gefechte. Ich jedenfalls jetzt in der jüngsten Vergangenheit. Also das Paris-Gefecht, das wäre ein Gefecht gewesen, wo ich auch alleine als fast einziger Neuner gegen lauter Achter gekämpft habe. Egal, schauen wir es uns ganz kurz an. Der E75 lebt davon, von seiner Panzerung ganz klar und auch von seiner brutalen Kanone. Aber ihr wollt nicht zu lange, ich fahre jetzt hier zum Beispiel auch in die sogenannte Schlachtergasse auf Pilsen, ihr wollt in so einer Position nicht zu lange verweilen. Natürlich habt ihr hin und wieder das Problem, dass ihr gerade wenn so ein Jagdtiger euch den Weg versperrt, dann wollt ihr ihm natürlich erstmal ein, zwei Dinger mitgeben und dann weiter angreifen. Leider haben wir jetzt den Schuss auf den Jagdtiger nicht getroffen, er ist aber auch an uns abgeprallt. Und ihr seht das schon, ich bleibe hier nicht die ganze Zeit stehen und versuche auf ihn zu zielen. Jetzt kann ich es mir leisten, hier einzuzielen, weil der Jagdtiger gar nicht auf mich schaut. Vielleicht können wir hier dem Löwen einen mitgeben.
Und ja, schöner Trackshot hier auf den Löwen für 435, leichte Low-Roll. Ihr erinnert euch, E75 Alpha-Schaden von 490, da ist deutlich mehr drin. Aber okay, wir nehmen den Schuss erstmal mit. Der Jagdtiger, da müssten wir eigentlich easy durch die Superstructure durchkommen. Machen wir auch für 485 Treffer auf den Jagdtiger. Ich will mich jetzt hier eigentlich gar nicht zu lange mit dem Jagdtiger aufhalten. Der hält mich ehrlich gesagt ein bisschen davon ab, das Gegnerteam zu farmen. Das Gegnerteam auch mit der Masse der Panzer hier auf unserer Position. 573 auf den Jagdtiger. Unser IS-3-Kollege hier schießt HE, okay. Deswegen sah es jetzt gerade aus wie 594, es waren aber 573. Jetzt können wir dem Jagdtiger vielleicht nochmal einen mitgeben. Ich stehe hier angewinkelt mit meiner Panzerung, trotzdem kommt der Jagdtiger durch, hat mir jetzt den Motor kaputt geschossen. Und deswegen, das ist ein Grund davon, warum ihr gar nicht zu lange verweilen wollt. Gerade jeder Schuss, der euch irgendwie durch die Unterwanne geht, führt ähnlich wie beim Löwen auch zum Getriebeschaden. Beim E75 ist das noch extremer als beim E100, aber jetzt sind wir in der Position, genau da wollen wir rein. Wir wollen die Gegner unter Druck setzen. Erster Schuss vom Tiger gebounced. Okay, der Tiger wird auch sicherlich seine Sorgen haben, uns hier zu penetrieren. Der WZ ist das größere Problem, aber wenn ich nicht an ihn rankomme, mache ich erstmal die Panzer dahinter platt. Jetzt hat der WZ geschossen, das gibt uns die Möglichkeit, ihn hier rauszunehmen. Gar kein Problem, durch die Oberwanne zu kommen. Der Tiger hat uns jetzt tatsächlich penetriert. 220 Schaden aufs erste Kettenrad. Er hat uns jetzt nicht mehr penetriert, aber getrackt. Wichtig ist halt auch bei dem E100 und bei dem, bei dem E75, dass ihr als ersten Skill auf jeden Fall Reparatur skillt, weil ihr wollt um gar keinen Preis irgendwo lange stehen. Ihr wollt weiter angreifen. Es ist jetzt natürlich nicht das beste Beispiel. Das Paris-Beispiel wäre ein bisschen besser gewesen. Wie gesagt, es sollte euch darauf ankommen, immer in Bewegung zu bleiben. Tragt mit dem E75, und das ist das, was er kann, tragt mit dem E75 den Kampf zum Gegner. Versucht den Gegner jederzeit, wo ihr nur könnt, unter Druck zu setzen. Und dann werdet ihr feststellen, dass ihr auch solo, gerade wenn ihr gegen so viele Achter-Panzer kämpft, solche Ergebnisse habt, weil meistens die Gegner nicht wissen, was sie gegen den E75 tun sollen. Solange ihr ihnen nicht die Zeit gebt, auf eure Weakspots zu achten, und dann kommen solche Runden. 3900 Schaden in nicht mal 3,5 Minuten. Also, das ist das, was der E75 kann. Er will angreifen, er will immer die Gegner unter Druck setzen und er will vor allem nicht stehen bleiben, weil ihr habt es gesehen, einmal bin ich stehen geblieben, um auf den Jagdtiger zu zielen, da war er gerade auf mich eingezielt, und dann penetrieren die Gegner euch auch. Das kann ich euch unterschreiben. Bleibt ihr aber ständig in Bewegung, greift immer weiter an, dann verzweifeln die Gegner an eurer Panzerung. Das ist das, was ich in den letzten 20.000 Gefechten gelernt habe. Gerade den E100 bin ich viel gefahren und den wollen wir uns jetzt mal anschauen. Ja, das ist wahrscheinlich jetzt hier im E100 das interessantere Replay von beiden. Und zwar, weil es hier um eine bestimmte Geschichte geht, die ich eben angesprochen hatte. Warum, und das habe ich am Anfang immer falsch gemacht, warum würdet ihr jetzt hier auf die Einserlinie fahren wollen? Es gibt ja sehr, sehr viele Heavy-Fahrer, die am liebsten die Gegner immer nur frontal haben. Dann ist das hier auf jeden Fall die richtige Geschichte. Aber da müsstet ihr dann wahrscheinlich gegen den Jagdpanzer E100 kämpfen, gegen den IS-7, gegen den gegnerischen E100. Und wenn ihr noch Pech habt dazu, schießt die Arti hier rein. Also, natürlich ist das hier so das, was man hier die Heavy-Ecke nennt, die Heavy-Gasse. Aber gerade für diejenigen von euch, die jetzt keinen Premium-Account haben oder die sagen, ey, ich will nicht so viel Heat im E100 schießen, weil er nur 235 Durchschlag hat und ihr wollt vor allem überwiegend AP schießen, warum fahrt ihr dann nicht auf den Hill und sucht euch erstmal die Panzer aus, die ihr einfach penetrieren könnt. Und wenn wir uns das Setup jetzt mal anschauen, was erwartet ihr denn vom Gegner auf dem Hill? Ich würde sagen, vielleicht die Badshed und wahrscheinlich eine ganze Menge Achter, wenn wir uns das hier mal so anschauen. Die drei sind sehr wahrscheinlich, dass sie nicht zum Hill fahren, sondern in die Panzergasse. Und ich würde sagen, wir lassen das Ganze jetzt mal laufen und schauen es uns einfach an. Ich habe mich dazu entschieden, hier an der Stelle auf den Hill zu fahren. Ganz einfach, weil ich jetzt auch keine Lust hatte. Gerade wenn man alleine ist, sollte man sich niemals in die Verlegenheit begeben, dass man vielleicht am Ende gegen zwei oder drei Zehner gleichzeitig kämpft im E100, sondern, und das ist auch wieder eine Sache, die ich ja auch schon angesprochen habe, ihr wollt die ganze Zeit in Bewegung bleiben und diese Panzergasse verhindert es halt regelmäßig, dass ihr in Bewegung bleibt, und dann kommt ihr manchmal auf Schadenswerte, die nicht zufriedenstellend sind, oder im Zweifel werdet ihr zusammengeschossen, weil ihr zum Beispiel nicht bereit seid, auch mal Heat zu laden. Ihr seht selber, ich lade jetzt hier als erstes AP. Wenn ich in die Heavy-Gasse gefahren wäre, hätte ich wahrscheinlich als erstes Heat geladen.
Ganz einfach, weil ihr es euch bei so einem Reload nicht leisten könnt, so viel daneben zu schießen. Wenn ihr viel daneben schießt mit dem EN100, dann werdet ihr feststellen, dass ihr relativ schnell auch dann selber Geschichte seid. So, wir haben jetzt die ersten beiden Scouts, die Badgert, genau wie wir erwartet haben. Die drei Scouts kommen auch auf den Hügel. Das ist einfaches Futter für den EN100. Natürlich brauchen wir ein ganzes Stück, bis wir da hinfahren. Aber wenn wir uns jetzt mal angucken, da unten, EN100, IS-7 aus unserem Team, T10, Carnarvon, die fahren alle da hinten hin. Und meistens ist es dann so, dass es da zu einer Stagnation kommt, dass es da nicht wirklich weitergeht. Gerade wenn dann auf der anderen Seite eine IS-7 Haldown gehen kann und die Arti dann noch mit reinkloppt, dann seid ihr sehr, sehr schnell in so einem Stellungsgefecht. Und das ist eine Sache, die wollt ihr weder mit dem E-75 noch mit dem EN100, sondern ihr wollt eure Panzerung ausnutzen und eure brutale Feuerkraft, um sie zum Gegner zu tragen. Und dann ist manchmal auch alternatives Spielen angesagt. So, wir haben jetzt hier eine Badger, die sich gerade auf den T-34B entlädt. Das müsste jetzt natürlich für uns ein einfacher Shot sein. Wir fahren nochmal hinterher. Komm. Und leider daneben geschossen. Tja, ich hatte gestern noch einen im Stream, der behauptet hat, der EN100 ist ein super Snapshot-Panzer. Von wegen. Und ich denke, ich weiß, wovon ich rede. Ich habe mittlerweile, glaube ich, über 1200 Gefechte auf dem EN100. Jetzt können wir uns die Badger vielleicht krallen. Auch der Schuss hat nicht geklappt, obwohl wir da gar nicht viel zielen mussten. Naja, dann scheiß auf die Badger. Nehmen wir Ziele, die ein bisschen statischer sind, so wie zum Beispiel da oben den Tiger. Der hat auch noch einen Stockturm. Okay, Tiger nicht. Jagdpanzer EN100 ist wahrscheinlich der bessere Panzer. Schönes 718er Brett in die Seite. So, jetzt haben wir hier einen Indienpanzer, der nicht ganz weiß, was die Stunde für ihn geschlagen hat. Vielleicht hat er auch nicht so richtig mit dem EN100 gerechnet, der hier kommt. Das war irgendwie ein Panikschuss von ihm hier in den Dreck. Für den Indienpanzer müssen wir gar nicht zielen. Da reichen die 235 Durchschlag auf jeden Fall aus. Wir lassen ihn jetzt einfach links liegen, weil wir davon ausgehen, dass unser Team ihn eh macht. Und da hat der T-34B ihn dann auch zerstört. Wir nehmen, und das ist auch so eine Sache, ihr wollt beim Gegner vor allem die HP reduzieren. Diese One-Shots, die interessieren euch in der Regel eigentlich gar nicht mehr. Sondern ihr wollt eure dicken Bretter anbringen. Ihr wollt vor allem sehen, dass ihr den HP-Pool vom Gegner signifikant reduziert. Er steht schon 7:3. Wir haben halt einfach durch unsere Präsenz den Hügel überrannt. Und jetzt schauen wir uns mal ganz kurz an. Wir hatten gleiche Verhältnisse auf der anderen Seite. Wir hatten da drüben auch ein EN100, noch ein IS-7 und ein T10 plus den Carnarvon. Der Carnarvon ist mittlerweile tot. Und es passiert einfach die ganze Zeit hier drüben nichts. Unsere eigenen Panzer, die stoßen zwar ein bisschen vor, aber es passiert halt einfach nichts. Und das ist das typische Bild, was passiert, wenn ihr in diese klassischen Heavy-Gassen reinfahrt. Das ist auf Ruinberg das Gleiche. Das ist auf Himmelsdorf noch viel extremer in der Schlachtergasse. Und das werdet ihr immer wieder feststellen, dass ihr dann da in Situationen kommt. Erstens blockt man sich gegenseitig, dann habt ihr wieder Panzer, die zu feige sind, mal vorzufahren, sich einen Schuss zu fangen. Gerade wenn ihr alleine unterwegs seid. Warum wollt ihr euch das überhaupt antun, wenn ihr durch so einem Manöver wie hier über den Hügel fahren. Wir haben schon 2100 Schaden. Wir haben gegen Panzer gekämpft, für die wir gar keinen Heat brauchten. Und wir sind jetzt einfach massiv am Vordrücken. Und das ist halt der Vorteil, wenn ihr auch gerade mit dem E75 oder dem EN100 einfach mal alternative Wege geht. Ich lasse das jetzt hier mal weiterlaufen. Wir schauen uns an, was weiter passiert. Da haben wir noch einen Ferdinand. Wir müssen nur ein bisschen aufpassen, dass wir nicht noch ein Brett vom Jagdpanzer EN100 bekommen. Wir haben bis jetzt noch nicht einen einzigen HP-Punkt verloren. Das, was er auf uns schießen konnte, war eigentlich auch überhaupt nicht in der Lage, uns zu penetrieren. Und dadurch, dass wir quasi die ganze Zeit in Bewegung bleiben, ermöglichen wir es auch den Gegnern nicht, irgendwie sauber auf unsere Weakspots zu zielen. So, oh, Arti. Arti ist auch immer ein dankbares Ziel. Komm, die machen wir schnell. Wo will er denn jetzt hin? Okay, dann hat er sich dafür entschieden. So, Arti haben wir. Gucken, was wir noch leisten können. Da hinten, IS-3 Alpha, Löwe. Die blockieren da hinten unsere Panzer so ein bisschen. Aber IS-3 Alpha dürfte auch überhaupt gar kein Problem sein, für unsere AP-Munition zu penetrieren. 707. Wenn euch das mal aufgefallen ist, wir machen die eine Low-Roll nach der nächsten. Auf den Tiger 2 war auch schon eine Low-Roll mit 689. So, jetzt das Heck vom EN100. Das müsste auch ein sicherer Kill sein. Das ist er. Wir haben bis jetzt noch nicht einen Heatschuss nutzen müssen, weil wir im Prinzip die Gegner flankieren, weil wir gegen Panzer gekämpft haben, die gegen unsere Panzerung nichts machen konnten, die wir easy penetrieren konnten. Auch der Ferdinand dürfte für uns eigentlich kein Problem sein. Er platzt schon, bevor wir überhaupt da sind. Den Udes, den müssten wir, ja, ich sag's gerade,
Da reicht einfach auch das Overmatch mit seinen 40mm Panzerung, hat er überhaupt gar keine Chance gegen unsere 15cm Kanone. Gucken wir, ob da noch ein bisschen mehr drin ist. Damit da hinten noch ein IS-3 Alpha und den Löwen. Vielleicht noch den Kill auf den Löwen mitnehmen. Wir bouncen an dem gebufften Löwen an der Unterwanne mit unserem 235 Durchschlag. Also, wir haben an der Stelle nicht einen Heatschuss gebraucht, haben unsere 3899 Schaden gemacht. Es war jetzt kein überragendes Weltklasse-Spiel, aber es war, denke ich mal, ein gutes Beispiel, um vielleicht den einen oder anderen mal zum Nachdenken anzuregen. Ihr habt es auch perfekt gesehen, dass unsere Panzer sich bis eben gerade, wo wir aufgetaucht sind, überhaupt nicht durchgesetzt haben. Ihr 7 nur noch 737 HP, eher 100 hat zwar, ist zwar noch Full HP, keine Ahnung, was die da gemacht haben, warum die nicht weiter angegriffen haben. Ich denke, es lag zum einen daran, dass der Jagdpanzer eher 100 eine ständige Bedrohung war, dass die Arti auch versucht hat, damit reinzuhalten. Also alles in allem wäre das jetzt hier für uns so eine Situation gewesen, wo man sich dann auch nur zusätzlich noch darüber aufregt, dass die eigenen Heavys nicht mit angreifen, wenn ihr vorfahrt, dass ihr ständig geblockt werdet, dass ihr nicht in der Lage seid, richtig euch anzuwinkeln. Warum denn überhaupt sich diesen Stress geben, wenn es andere Möglichkeiten gibt? Und die gibt es auf den meisten Karten. Einfach euch eine Route suchen, wo ihr meint, ihr trefft die besseren Gegner für euch und dann Vollgas geben, immer in Bewegung bleiben, gar nicht dem Gegner die Möglichkeit geben, auf eure Weakspots zu zielen. Ich habe jetzt natürlich gerade kein Replay dabei, wo ich euch mal zeigen kann, wie man so richtig krass seine Panzerung einsetzt, aber ihr könnt euch gerne nochmal meine Heavy Tank 15 Missionen mit der Maus anschauen, wie ich da knapp 9000 Schaden gebounced habe. Mit der Maus ist es im Prinzip das gleiche, wenn ihr den Turm frontal auf die Gegner haltet, werdet ihr feststellen, dass ihr rechts und links an den Backen penetriert werdet. Wenn ihr den Turm aber immer leicht schräg vom Gegner weghaltet, dann bounced die Maus genauso wie der E100 und der E75 so ziemlich alles, was auf einen schießen kann. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich werde euch auf jeden Fall jetzt demnächst häufiger mit E75 und E100 Videos versorgen, sodass ihr vielleicht mal so ein Gespür dafür bekommt, wie man diese Panzer, diese deutschen Stahlmonster auch im Angriff einsetzen kann. Sie sind keine Bunkerfahrzeuge, sondern sie sind dafür gemacht, den Gegner einfach schlichtweg zu überrennen, zu überfahren. Und ich hoffe, dass der ein oder andere vielleicht da nochmal an seinem Spielstil ein bisschen was ändern will. Vielleicht das einfach mal ausprobiert, den Panzer viel, viel aggressiver zu fahren. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Advanced Gameplay mit Mausakrobat. Haut rein!